Ei. 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 Heidi. Ei. Ei, genau. Guten Morgen, meine Lieben. Wie geht's euch? Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit durch meinen Tag. Ich habe einiges geplant und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache wieder die Kamera an und ich hoffe, ihr freut euch über ein paar kleine Inspirationen. Bitte nicht erschrecken wegen diesem Vogelnest auf meinem Kopf. Ich weiß nicht, wart ihr schon beim Friseur? Konntet ihr eure Haare wieder schön richten? Ich war leider immer noch nicht beim Friseur. Ich habe aber Ende des Monats einen Friseurtermin ergattern können. Yay! Endlich! Also sie sind schon sehr stumpf und natürlich der Haaransatz ist da, aber da habe ich ja mein Zauberspray, das rettet mich tatsächlich auch, aber es wird wirklich Zeit. Ich verspreche euch aber im Laufe des Videos, dass meine Haare etwas besser werden. Also ich hoffe, dass ich es für euch hinbekomme. Ansonsten werde ich jetzt gleich in die Stadt fahren. Ich habe nämlich zwei Bücher in der Buchhandlung bestellt. Die hatten sie nicht vorrätig. Die muss ich jetzt heute abholen. Und zwar ist tatsächlich ein Kochbuch dabei. Ich hasse es ja, nach Rezept zu kochen. Es fällt mir sehr schwer. Aber mit dieser veganen Küche ist es nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich brauche da ein paar Inspirationen. Ja, das mache ich. Und ansonsten schauen wir mal, was noch so passiert. Wir haben tatsächlich vor 4 Wochen, meine ich, auch was bei IKEA bestellt. Das lassen wir liefern. Das soll angeblich morgen kommen. Ich bin mal gespannt. Und zwar ein paar Sachen für meine Speis. Ich brauche da tatsächlich Regale, denn ja, also ich brauche Stauraum. Ne? Wir haben von unserem Küchenbauer hier die ganzen Möbel in der Speis anfertigen lassen, aber es reicht leider nicht aus. Ja, das steht noch so an. Mal gucken. Außerdem hat der Gianluca heute Theorieprüfung. Ich bin total aufgeregt. Ich bin gespannt, ob er es meistert. Wir drücken schon die ganze Zeit alle die Daumen und darüber werde ich auch berichten. Und ansonsten schauen wir mal, was noch so passiert. Haushalt steht jetzt erstmal an und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Los geht's! Hier ist übrigens noch mein Muttertagsblumenstrauß, den ich am Sonntag bekommen habe von meinem Ehemann. Was ich vom Muttertag halte, meine Gedanken dazu habe ich gestern tatsächlich auf Instagram geteilt. Ich kann euch das gerne mal in die Highlights packen, also falls euch das interessiert. Es war kein typischer Blogger-Muttertag. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Ne? Real Talk, Real Life. So sieht's aus im Puppenhaus. Ansonsten habe ich jetzt hier noch ein paar Produkte vorbereitet für eine ganz, ganz liebe Zuschauerin. Da kommt noch einiges dazu. Ich wollte ihr nämlich ein Überraschungspaketchen zurecht machen. Die Produkte sind natürlich komplett neu und unbenutzt. Logisch, aber ich habe sie angeschrieben und sie gefragt, ob ich ihr eine kleine Freude machen darf. Und das mache ich auch noch zurecht. Ich packe das schön ein und dann schicke ich es ihr. So, ich werde mich jetzt mal umziehen, hier aus meinen Schlabberklamotten raus und was Anständiges an. Ich hoffe, dass das Wetter so bleibt. Wir wollen nämlich eigentlich in die Stadt laufen. Mal schauen, ob wir doch vielleicht einen Schirm brauchen. Ich bin mal gespannt. Vorhin hat total schön die Sonne geschienen, deshalb habe ich ja die Wäsche draußen aufgehängt. Ne? Naja, egal. Also, wenn wir von der Stadt kommen, dann zeige ich euch, was wir kochen. Also ich nehme euch mit in die Küche, so rum. Ja, ich habe jetzt schon Hunger. Also bis gleich. So, ich werde jetzt mal dieses Oberteil hier mit in die Stadt nehmen, weil man aus diesem Wetter echt nicht schlau wird. Ich habe keine Lust zu frieren. Meine Hand halte ich übrigens hier, weil ich da einen Fleck habe, damit ihr den nicht seht. Und meine Haare habe ich auch eher schlecht als recht gemacht. Ja, ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Also wir gehen jetzt in die Stadt. So, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Der Gianluca hat bestanden. Yay, 0 Fehler. Richtig cool. Oh mein Gott, ich bin so stolz. Ja, jetzt habe ich natürlich noch mehr Angst, ne? Wieder. Weil wieder einer auf dem Zweirad unterwegs ist. Oh Mann. Naja, wollte ich euch auf jeden Fall sagen, dass er, wie gesagt, mit 0 Fehler bestanden hat. Super gemacht. So, jetzt gehen wir los, ne, mein Schatz? Noch anschnallen. Anschnallen. Hier. Genau, super. Das weißt du schon, ne, wie das geht. Genau, und jetzt noch hier drüben. Jawohl. Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, Liam? Hm, was meinst du? Genau. Super. Gut machst du das, mein Schatz. Jetzt muss da rein, ne? Soll die Mama helfen? Logisch. So, warte. Zack. Und hier noch. So, das Buch nehmen wir noch mit. Bitteschön. Ja, da freust du dich, ne? Und ist es bequem? Mu. Mu, wo ist die Kuh? Der Liam und Kühe. Also, das ist übrigens der neue Kinderwagen vom Liam. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Der sieht so, so ultra schick aus. Den gibt es in 3 verschiedenen Farben.
Und ihr wisst ja, ich bin voll der Kinderwagen-Monk. Ich hatte schon einige. Ja gut, bei 5 Kindern. Aber der ist echt der absolute Knaller. Der ist super einfach in der Handhabung, super günstig. Ich habe noch einen Rabattcode für euch. 55% könnt ihr sparen. Der lässt sich ganz, ganz leicht und ganz, ganz einfach mini klein machen. Hier hackt man das dann ein. Also ich kann euch das dann alles auch nochmal zeigen. Lässt sich hier alles abmachen. Kann man waschen von der Verarbeitung her. Die Nähte, ganz viel Zubehör. Also es ist echt der absolute Wahnsinn. Hier ist eigentlich noch so ein Getränkehalter mit dabei und ich bin total begeistert. Der ist so, so schick. Schaut euch mal bitte an, wie schön diese Farbe ist. Das ist so ein Champagnerton. Also ja, mir gefällt er total gut. Großer Korb ist mit dabei für den Einkauf. Hier ist die Bremse. Die Räder sind richtig klasse. Ich war damit schon im Wald. Also wirklich die Federung. Richtig, richtig toll. Ich bin sehr, sehr begeistert. Und wie gesagt, ich habe viel Erfahrung, was Kinderwagen betrifft. So, diese Klappe hier zum Beispiel, die kann man hier auch nochmal so einfahren. Ja, als Sonnenschutz macht man das Ganze dann noch raus. Dann ist noch ein Moskitonetz dabei gewesen und so weiter. Also richtig, richtig klasse für 200 Euro. Das ist echt ein Schnapper. Ja, kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Ich muss jetzt los. Die Geschäfte machen nämlich dann auch noch Mittagspause und ich hoffe, dass ich noch meine beiden Bücher bekomme. Außerdem wollte ich noch mal ganz kurz zu DM. Da brauche ich noch was. Ich brauche ein paar Eisentabletten. Meine Werte sind nämlich ultra schlecht. Und der Liam, der möchte jetzt auch los, ne? Wollen wir los? Nein. Ja. Nein? Wo ist denn die Kuh, Liam? Wo ist die Kuh? Hm? Mach mal Ei hier vorne. Hier vorne machst du doch immer Ei. Mach mal Ei. Ei. Heidi. I've never been known for my cautious side. You should know that. So, wir beobachten jetzt hier noch ein bisschen die Schwäne. Der Liam ist total interessiert. Das findet er ganz, ganz spannend. Und dann geht's für mich nach Hause zum Kochen. Ich nehme euch, wie gesagt, sehr, sehr gerne mit. Und ich wollte euch noch sagen, dass ich den Kinderwagen gerne später nochmal im Detail zeigen kann. Also für alle, die das jetzt Ganze ein bisschen zu schnell fanden. Am besten bis zum Schluss dabei bleiben. Und für alle, die es nicht interessiert, ihr könnt dann vorher schon abschalten. Ja, mir war es jetzt nur wichtig, dass ich die Bücher noch bekomme und deshalb habe ich alles ein bisschen schnell erklärt, aber ich wollte euch auch noch ein paar andere Sachen zeigen. Hi! Liam winkt den Schwänen. Ich wollte euch noch ein paar andere Sachen zeigen von Twist Shake, die wir tatsächlich auch immer benutzen, die ich richtig klasse finde. Und 55% Rabatt ist natürlich ein Wort. Verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration und ihr könnt damit was anfangen und wenn nicht, dann... Ja, es ist halt für die gut, die sowas brauchen und suchen und die freuen sich dann über den Rabattcode. Ich werde nicht am Umsatz beteiligt, keine Sorge. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Wollen wir nochmal runterlaufen zu den Schwänen? Komm, wir laufen nochmal runter. Na komm, sind da vorne hingegangen jetzt die Schwäne. Hingeschwommen, nicht hingegangen. Heidi, deutsche Sprache. So, komm, wir bleiben hier. Jetzt ist es ein bisschen zu gefährlich. Ne? Die Schwäne. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er zu dir, Liam. Schau mal. Jetzt kommt er hierher zu uns. Hallo. Ich habe ja den größten Respekt vor diesen Tieren, ne? Ja, genau. Was macht er da? Beobachtest du den? Ja, ne? Ciao. Jetzt macht er sich sauber. Schau. Da ist ein Brummbrumm. Ach, da ist gerade ein kleines Boot. Brumm, brumm, brumm. Brumm, brumm. Hä? Wo sind sie? Ja, da, ne? Da sind sie, die Entchen. Komm, wir gehen mal zu den Enten hin. Hm? Wollen wir zu den Enten hin? Guck mal der Mama die Hand. So. Ja, wo sind sie denn hin? Meine Lieben, es ist gerade so kalt. Aus dem Wetter wird man wirklich nicht schlau. Ey, es ist unglaublich. Also, ich friere mir hier einen ab.
Bei DM habe ich ein paar Sachen mitgenommen, wie gesagt, und zwar einmal Energie B12. Das wollte ich mal ausprobieren, hat mir meine Freundin empfohlen. Ansonsten Eisentabletten. Ich habe nämlich einen sehr hohen Eisenmangel, hatte ich euch vorhin schon gesagt. Ich habe mir Blut abnehmen lassen und alle anderen Werte waren top, Cholesterin und so weiter. Wir sind alles durchgegangen, aber ich habe mir halt mal Blut abnehmen lassen, weil ich in letzter Zeit so müde bin, so erschöpft, als hätte man mir einen Stecker gezogen. Und ja, die Blutwerte haben das halt ergeben, dass ich Eisenmangel habe und daran wird es liegen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall versuche ich das jetzt damit in den Griff zu bekommen. Falls ihr irgendeinen Tipp für mich habt, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Da können wir uns ein bisschen austauschen. Falls es jemandem auch so geht, kann er das auch nochmal nachlesen. Ich habe mir auch noch diesen Saft hier gekauft. Den habe ich jetzt auch schon probiert. So sieht der aus. Der war auch nicht ganz günstig. Ich glaube, ich habe knapp 4 Euro dafür bezahlt. Und der schmeckt auch relativ gut. Also ich hasse ja diese Präparate, die man trinkt und so richtig einen Eisengeschmack im Mund hat. Boah. Also ja, meine Mutter würde jetzt sagen, du musst ein schönes Stück Fleisch essen, Rindfleisch. Und nein, muss ich nicht, Mama. So, dann hier Vitamin D3. Wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Und zu den zwei Büchern. Ich habe mir das gekauft, Das Café am Rande der Welt. Und dieses hier hatte ich euch vorhin erzählt, vegan, vegantastisch kochen. 25 Euro kostet das, das ist echt eine Stange Geld, 24,90, Entschuldigung. Ich bin gespannt, ich habe es mal durchgeblättert, irgendwie sah es nicht so spannend aus. Ganz viele Sachen kannte ich schon oder würde ich sowieso so machen, intuitiv. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen rausreißt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, hoffentlich enttäuscht es mich nicht. Und ansonsten, was wollte ich Ihnen euch noch sagen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Jetzt koche ich erstmal und dann zeige ich euch noch ein paar Sachen vom Liam. Vielleicht ist es ja auch eine kleine Inspiration für euch. Und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Okay, so machen wir es. Auf geht's. Also hier ist unsere Bestellung von Twist Shake. Einmal eine Kühltasche. Wir sind ja öfters unten am Main, habt ihr ja heute auch wieder gesehen. Und da fand ich das super passend. Vor allen Dingen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis hier wirklich bombastisch. Also ihr habt so viele Möglichkeiten und von der Qualität ist es sowas von der Burner. Dazu gibt es auch bei Twist Shake Kühlpads. Und zwar habe ich die hier. So sehen die aus. Und ansonsten habe ich eine neue Matte mitbestellt, denn wir haben ja die in klein und sind super zufrieden damit gewesen. Die macht ihr euch einfach zum Beispiel auf einen Hochstuhl oder jetzt hier auf diese Platte und dann hat das Kind nicht mehr die Möglichkeit, den Teller auf den Boden zu werfen. Das kann man nämlich hier so reinschrauben. Also hier könnt ihr sehen, ist so ein Gewinde. Dann schraubt man das hier so drauf und dann ist das bombenfest. Und das habe ich jetzt hier eben in der großen Variante. Ansonsten hier noch ein Trinkbecher, fand ich auch total schön, wegen ja, der Farbe. Das passt eben super gut dazu. Das ist auch noch für unterwegs, auch ideal. Da ist auch ein Löffel noch mit dabei. Schaut. Und das hält warm. Also das ist wie so eine Art Thermoskanne. Also da könnte man jetzt irgendwie Nudeln reinmachen oder eine Suppe, je nachdem. Und kann das dann eben mitnehmen. So sieht das Ganze jetzt von innen aus. Wie eine Thermoskanne halt, ne? Ja, wer hätte es gedacht? Also das ist wirklich eine mega... Hier, magst du das haben? Ich wasche sie gleich aus. Das ist wirklich eine mega, mega krasse Erfindung. Ich bin echt total begeistert. So, dann schraubt man das einfach zu. Auch süß mit dem Henkel hier, ne? Also wenn ihr viel unterwegs seid oder einen Ausflug machen möchtet
und dem Kind was Warmes zu essen mitnehmen möchtet, dann kann ich euch das echt empfehlen. Vor allen Dingen ist der Preis bei dem Teil auch wirklich der absolute Wahnsinn. Und hier zu diesen Tellern gibt es auch noch andere. Die kann man dann auch noch draufschrauben. Dann kann man das eben super gut im Kühlschrank zum Beispiel aufbewahren, indem man das stapelt und so das Ganze eben platzsparend ist. Es gibt verschiedene Größen, auch höher, tiefer, also so in der Form. Und ja, wie gesagt, ich bin super doll zufrieden. 55% gibt es im Moment. Wie gesagt, falls es euch interessiert, dann schaut gerne mal bei Twist Shake vorbei. So, meine Lieben, ich melde mich noch einmal ganz kurz bei euch, um mich ordentlich zu verabschieden. Wir haben es tatsächlich schon 7:45, mega, mega spät. Denn ich habe noch einiges zu tun, aber ich filme euch jetzt noch die Sequenz mit dem Kinderwagen ab. Also ich erkläre euch noch mal so ein bisschen was dazu. Ich glaube, ich habe das Wichtigste eigentlich schon gesagt. Aber für alle, die es nicht interessiert, die können jetzt sehr, sehr gerne abschalten. Ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt mir vor allen Dingen gesund. Das ist das Wichtigste. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht war ja eine kleine Inspiration für euch dabei. Oder ich konnte euch einfach ein bisschen ablenken, ein bisschen unterhalten. Dafür sind ja die Videos da. Okay, und für alle, die es interessiert, die bleiben jetzt noch ganz kurz dran. Ich zeige euch noch mal ein bisschen was vom Kinderwagen und ja, lasst uns runtergehen. Also, da ist das gute Stück. Mega leicht und sehr, sehr klein. Hatte ich euch ja vorhin schon gesagt. Man macht hier dann einfach diese Sicherung auf und kann das sogar mit einer Hand dann quasi aufklappen. Hier habt ihr dann noch so einen Schutz zum Beispiel. Das hatte ich euch ja vorhin gezeigt, das Dach, so als Sonnenschutz. Und ja, den gibt es in 3 verschiedenen Farben. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Ich wollte diesmal aber einen hellen. Ich habe es mal gewagt. Ist natürlich auch dann anfälliger, ist klar. Aber man kann ihn abziehen und waschen, ne? Steht hier. So. Hinten habt ihr jetzt diese Vorrichtung. Habe ich euch vorhin gar nicht gezeigt. Auch wieder sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Und hier drückt ihr einfach drauf. So, dann geht es runter. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier eben die Liegeposition einzustellen. Also wirklich total easy, alles mit einer Hand. Hier dann zum Beispiel das. Könnt ihr dann auch wieder so ordentlich dran machen. Und dann kann das Kind eben schlafen. Das hatte ich euch ja vorhin gezeigt. Die Polster auch hier wieder super gut verarbeitet. Richtig, richtig schön. Mit diesem 3-Punkt-Gurt. Ja, auch sehr, sehr einfach. Habt ihr ja vorhin gesehen. Ging auch mit einer Hand. Und es gibt dann auch noch verschiedene Accessoires, wie zum Beispiel diesen Getränkehalter hier. So. Und dann hat man die Möglichkeit, verschiedene Größen reinzupacken. Also dadurch, dass sich das so weitet. Hier haben wir noch eine Handyhalterung. Das steht natürlich auch wieder auf einem anderen Blatt, ob man das braucht oder nicht. Es kommt dann eben auf den Nutzer drauf an. Und ansonsten habt ihr dann hier noch diesen Sichtschutz. Da könnt ihr dann auch reinschauen und gucken, was das Kind macht. Oder ihr macht das Ganze eben wieder zu. Und das war es eigentlich schon. Ich glaube, ich habe euch alles Wichtige dazu gesagt. Die Verarbeitung, die ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich bin echt total begeistert. Schaut euch mal die Nähte an. Das ist wirklich so, so hochwertig. Vor allen Dingen für den Preis. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Und falls mir noch irgendwas einfällt, kann ich euch das ja gerne noch in einem nächsten Vlog erzählen und sagen, falls mir noch was einfällt. Der Bügel hier zum Beispiel, den kann man natürlich auch abmachen. Da muss man dann einfach auf beiden Seiten diesen Knopf drücken und dann kann man den Bügel eben rausmachen. Ja. Genau. Okay, meine Lieben, also das war es soweit zu unserem neuen Kinderwagen, zu unserem neuen Schätzchen. Oh mein Gott, ich bin so, so verliebt. Ich bin echt total begeistert. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich finde den einfach wunderschön und von der Handhabung natürlich sehr, sehr praktisch. Vor allen Dingen als Zweitkinderwagen, sagen wir es mal so, oder Zweitbuggy. Wenn ich dann in Italien bin, der kommt nämlich höchstwahrscheinlich nach Italien. Ich muss mal schauen, oder den wir hier haben, damit es dann einfacher für mich ist, wenn ich eben meine Mama in Italien besuche. Ja, und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Vielleicht seid ihr ja auch noch auf der Suche. Und deswegen habe ich euch jetzt das Ganze einfach mal vorgestellt. Okay, das war's, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!